Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Aufnahme von einer Entschuldigung meinerseits. Ich müsste mich hierbei ein bisschen bei euch entschuldigen dafür, dass eigentlich in letzter Zeit so viel Videos kommen. Oh, der ist kaputt. Ja. Und zwar geht es einfach nur darum, ich lade ja im Moment sehr, sehr viele Parts hoch. Das liegt daran, dass ich God of War 2 so ziemlich beenden möchte. Ich möchte aber auch noch Bioshock 2 beenden. Beide Projekte habe ich jetzt zu Ende aufgenommen. Und ich werde auf jeden Fall beides noch hochladen. Weiterhin. Ich werde nach dem 7. auch die Videos auf privat stellen. Für diejenigen, die jetzt beispielsweise jetzt die Parts noch nicht gesehen haben, die letzten, da kann ich die noch ganz gerne auf Dings stellen, auf hier, sagt mal schnell. Ich werde die dann auf nicht gelistet stellen und dann könnt ihr die noch angucken. Und noch ein paar Tage danach dann. Ich werde allerdings die meisten Sachen eigentlich auf privat auch lassen. Soweit. Bis eben halt vielleicht so ein schöneres Kanaldesign ist. Oder ein annehmbareres. Ich werde trotzdem die ganzen Parts, die ich auch weiterhin auf Dailymotion und Zipcast hochlade, werde ich auch auf YouTube hochladen, nur als privat. Damit da eben halt, falls es dann doch irgendwie mal weitergehen sollte, dass ich da dann eben halt ganz schnell sagen kann, okay, da kann ich dann eben halt mit rechnen, dass das wieder funktioniert. Weiterhin müsste ich eigentlich auch noch sagen, ist, dass hier dieses Spiel nennt sich übrigens Zone of the Enders und ich freue mich wie ein Schnitzelkönig, ein kleiner oder ein Schneekönig oder was auch immer ihr dazu sagen wollt. Es läuft nämlich so relativ flüssig. Ich kann dazu allerdings nicht sagen, dass das hundertprozentig flüssig läuft. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin ja froh, dass ich überhaupt irgendwie stehen bleiben kann. Nein, auf jeden Fall, ihr seht, das Spiel läuft nicht ganz zu 100%. Zum Beispiel jetzt läuft das Game nur mit. Ja, jetzt, nee, jetzt läuft das flüssig. Es ist so, dass dies hier Zone of the Enders ist. Das heißt, für diejenigen, die es Let's Play von Fist of Mars schon gesehen haben. Das hier ist im Grunde genommen storybedingt oder nein, nicht storybedingt. Storytechnisch der Vorgänger. Passcode, da gehen wir jetzt mal hin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das Spiel fast flüssig läuft. Beziehungsweise, ja, hundertprozentig flüssig geht einfach nicht. Es läuft auf jeden Fall mit 50 FPS, das freut mich. Eventuell werde ich es auch Let's Playen, allerdings auf Dailymotion bzw. woanders. Ich habe ja auch schon vorhin gesagt, ich werde das Spiel erst, ich werde alles auf YouTube zwar auch mit hochladen, allerdings nicht auf öffentlich, sondern auf privat. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark, dass dieses Spiel auch läuft. Ja, auch muss ich sagen, dass der Frame, der Orbitalframe, der erinnert mich so ein kleines bisschen oder beziehungsweise
Der Orbital-Frame ist im Grunde genommen eigentlich der Vorgänger sogar. Aus dem hat man nämlich so ziemlich was anderes abgeleitet. Ich sag nur mal, Hust, Hust, Hust. Ich denke immer bei den Waffen so ziemlich an einen Gundam, und zwar der Gundam Exia. Ich will eigentlich fokussieren, danke. Weil die Waffe ist so ziemlich ähnlich von Exia. Also Exia geschrieben. Weil wir haben ja zum einen hier diesen Schuss und dann noch für den Nahkampf eben halt dieses Schwert. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Exia eben halt. Weil der hat auch so ein Schwert, als auch gleichzeitig eine Waffe, so eine Schusswaffe eben halt integriert. Nur das Jet-Tut. Dieser Frame hier, ich weiß jetzt nicht genau, wie man den jetzt ausspricht. Jet-Tui, glaube ich. Entschuldigt, wenn es jetzt verkehrt ist. Auf jeden Fall, der hat auch so eine ähnliche Waffe und dieser ist im Grunde genommen ein bisschen älter als Exia. Weil Exia eben halt 2007 kam Gundam 00 raus. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, für diejenigen, die Meta-Animes gucken wollen, dort habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, meiner Meinung nach. Boing. Wie kann ich denn hier die Weapon überhaupt? Ah, so. Boing. Ah, auf jeden Fall, haben sie es eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Also, ich mag's auf jeden Fall. Es ist ein Spiel, welches mich am meisten freut. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn es rauskommt, und ja, werde ich mir nämlich die HD Collectors Edition holen von Zone of the Enders. Auf jeden Fall, weil ich bin ein Meta-Fan. Das kann man wirklich so dastehen lassen. Nein, wohin mit mir? Area Change. Es ist Zeitverschwendung, wir sollten gehen. Danke. Das wollte ich eigentlich nur machen. Die Cutscene überspringen wir jetzt, weil die Cutscenes, die laufen wirklich mit 50 FPS. Ich habe keine Ahnung, ja. Ich habe auch selber keine Ahnung, warum das Ganze hier eigentlich im Moment warum das Ganze eigentlich vorher nicht mit 50 FPS gelaufen ist. Da hat es nämlich immer so um die 40 bis 45 Frames eigentlich nur gehabt. Oh, LEV und ein, wie heißt der? Dieser Skelett-Dingsbums nochmal, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich liebe sowas einfach nur. Oh, die Katzen lief nicht so flüssig. Egal. Survivor! Attacke! Ah, ja, gut, okay, das läuft jetzt hier nicht so flüssig. Auf jeden Fall will ich vorher, bevor ich überhaupt mit einem Let's Play anfange, will ich jetzt das Spiel komplett durchspielen. Es ist natürlich klar, es läuft nicht immer zu 100%. Das kann ich euch sagen. Jetzt zum Beispiel auch, also hier in dieser Area ist es extrem schlimm eigentlich.
Ja, und ich will auch nochmal nachgucken, weil um dieses Spiel hier zu spielen, habe ich wirklich viel anstellen müssen. Weil ich musste wirklich den Emulator auf mehr als 100%, was ich sogar eingestellt habe, eben halt fahren. Ich muss da so den Emulator so einstellen. Und nein, Sound läuft übrigens im Hintergrund. Der ist nur nicht jetzt auf mein Headset eingestellt, weil das ein USB-Headset ist. Das heißt, dass der eben halt so einen eigenen Soundanschluss hat. Und da läuft der Emulator zurzeit einfach nicht drauf. So. Ich liebe Nahkampf. Merkt man, glaube ich, oder? Zack. So, auf jeden Fall. Es läuft nicht flüssig, schade. Jetzt läuft's flüssig. Jetzt nicht mehr. Jetzt läuft's flüssig. Jetzt nicht mehr. Jetzt läuft es. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Egal, auf jeden Fall. Ein LEV und ein Raptor, glaube ich, hieß das Ding. Squad da. Und Angriff. Na, 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 na. Mission Succeed. Seeded. Es gibt eigentlich auch so ein Gundam-Spiel, das ist auch so ähnlich für den Nintendo DS. Den kann ich allerdings irgendwie gar nicht richtig emulieren. Also da komme ich immer mit zu wenig FPS, glaube ich, raus. Ja, ich und ja, das kann ja zum Beispiel das große Problem sein. Weil ich habe bei mir immer das Problem, da ist noch ein Dings. Das ist nämlich ein Problem. Ich habe nämlich bei mir alles so weit hoch eingestellt, dass ich eventuell solche Bugs habe, dass ich dann eben halt gar nicht mehr weiterkomme. Das ist ein Problem. Und deswegen will ich vorerst das komplette Spiel nochmal durchspielen. Bevor ich überhaupt denke an ein Let's Play. Naja, egal. Auf jeden Fall war es das jetzt. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck des Spiels eben halt haben. Ich werde es. Ja, eigentlich werde es spätestens dann Let's Playen, sobald ich die Collector's Edition habe. Die werde ich mir übers Internet bestellen. Für die PlayStation 3. Sobald das raus ist, die sollen nämlich dieses Jahr noch rauskommen. Und dann werde ich Let's Play auf jeden Fall machen. Weil ich und Messers ein Herz und eine Seele ist ein Lacher, ist ein kleiner Schmunzler nur wert. Ja, auf jeden Fall, ich gehöre einfach nur mit dazu. Apropos, mir fällt gerade ein. Buildings Destroyed, Survivors ist genau 100% zusammengerechnet. Naja, egal, auf jeden Fall kann ich das hier nicht irgendwie wegdrücken. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns dann bei den letzten Let's Play Parts auf YouTube. Vielleicht noch weiterhin auf Dailymotion oder Zipcast. Ich werde beide Kanäle nochmal unten in der Videobeschreibung reinpacken. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit rüber gehen würdet und dort einen Kanal erstellen oder auch einfach nur meine Videos dann gucken. Dort werde ich auf jeden Fall weiterhin hochladen. Ich werde allerdings auch die Videos auf YouTube zwar noch mit hochladen, ich werde die allerdings nur auf privat hochladen. Und sobald ich dann wieder auf YouTube aktiv bin, sind die
bei YouTube dann freigeschaltet. Alles andere wird dann erstmal in den Sternen stehen. Vielleicht werde ich auch mit den Let's Playen dann aufhören. Also jetzt nach einer Weile auf Zipcast und Dailymotion, weil ich kann das ja auch nicht so ewig und 3 Jahre machen. Das ist hoffentlich klar. Aber dennoch werde ich einige Let's Play-Projekte auf jeden Fall noch machen, beziehungsweise auch noch durchbringen, wie zum Beispiel Wild Arms. Dann noch Cyber Knight. Da freue ich mich auch wie ein kleiner Schnitzelkönig drauf, das weiter zu zocken. Und schlussendlich auch noch Secret of Mana. Dann werde ich auch noch Alundra weiter aufnehmen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr aufgenommen, fällt mir gerade so ein. Und dann werde ich eben halt schlussendlich auch noch andere Games zocken. Ja. Damit heißt es nur noch Tschüss und Arrivederci. Und entschuldigt nochmal, dass ich so viel hochlade, aber ich möchte doch ganz gerne das Ganze dann noch fertig machen. Ach ja, ich werde übrigens auch früher jetzt hochladen. Das heißt, sobald ich wieder zu Hause bin und die Zeit habe, dazu hochzuladen, werde ich auch hochladen. Also dementsprechend sage ich nur noch Tschüss und Bye bye.